Srdečne vás vítam im Hovinek. Hier wird noch frisch gekocht, das heißt, jetzt werden gerade mal die feinsten Schnitzel gebrutzelt bzw. flach gekloppt. Wenn man in Dresden wohnt oder in Pirna, muss man dann nicht mehr so weit fahren nach Tschechien. Ich biete hier in meinen zwei Restaurants, Restaurant Hovinek und das Restaurant Babička, die feinste böhmische tschechische Küche, aber auch das feinste tschechische Bier. Nicht nur das, sogar wunderbaren mährische Weine, Spirituosen aus Südmähren oder Nordmähren. Ich denke, dass wir hier den Charme und die Gemütlichkeit der tschechischen Kultur, auch dank meiner Mitarbeiter, die allesamt aus Tschechien kommen, versprühen, dass wir wirklich uns bemühen, dem Gast unsere Gastlichkeit zu präsentieren und das leben wir auch total aus. Die ursprüngliche tschechische Küche ist sehr, sehr deftig, ist sehr soßenlastig. Wir lieben Fleisch, wir lieben viel Soße und natürlich die böhmischen Knödel. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Küche. Das, was ich euch heute euch zeigen möchte, das ist der absolute Klassiker. Es nennt sich Svíčková. Das ist ein Lendenbraten in einer Sahnesoße mit böhmischen Knödeln, Preiselbeeren, Scheibe Zitrone und ein bisschen Schlag obendrauf. Das ist, sag ich mal, in der böhmischen Küche das absolute Highlight. Das heißt ja mal, auch die Köche werden ja mal danach bewertet, wie der Svíčková gelungen ist. Wenn der kein Svíčková kann, dann wird er gar nicht eingestellt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de